bin in der Schader-Stiftung erstmals in Berührung gekommen, aus dem schönen Anlass, dass ich den Schader-Preis bekommen habe. Und dann habe ich erlebt und gesehen, wie hier gedacht wird, wie neue Fragen, die die Gesellschaft, die Entwicklung der Wissenschaft, aber auch die Stellung Deutschlands in der Welt berühren, ganz grundsätzlich angegangen werden, kontrovers, immer nachdenklich, immer nobel und fair und auch in einem Ambiente, das sehr akademisch ist, das wir sehr schätzen. Wir haben ja die Grundidee, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht und dass dieses Volk nicht irgendeine Gruppierung ist, sondern eine Kulturgemeinschaft, normalerweise mit einer gemeinsamen Sprache, einer gemeinsamen Geschichte, gemeinsamen wirtschaftlichen, rechtlichen, kulturellen Anliegen. Natürlich dann auch mit der Absicht, sich gemeinsame Organe zu geben, die Recht setzen und durchsetzen, ein gegenseitiges Friedensversprechen und dadurch dem einzelnen Staatsangehörigen die Möglichkeit zu geben, seine Freiheit in Sicherheit zu entfalten, zu wissen, dass er zugehöriger ist, wenn er mal in existenzieller Not ist, aber auch in einem Staat zu leben, der Europa offen, der Welt offen ist. Vergewissere dich dessen, was wir hier in besonderer Weise haben. Und wir sind ein Staat. Und wer sagt, es gibt Deutschland nicht, das ist ja heute auch in Frage gestellt worden, nicht? Der zerstört eine der elementaren Grundordnungen des Weltrechts. Deswegen ist dieses Thema, definiere Deutschland, so faszinierend. Wir definieren es selbstbewusst, nicht belehrend, nicht als Volk der Dichter und Denker, nicht als Volk, das wirtschaftlich stark ist, sondern als eines unter anderen, das weiß, dass wir das andere respektieren. Also ich meine, die Schader-Stiftung bietet ein Forum, um mit der Macht der Sprache und des Denkens, also das heißt, in bewusster, friedlicher Begegnung, Austausch der Argumente, eine Möglichkeit anzubieten, in der Kontroverse klüger zu werden. Und ich behaupte jetzt mal, jeder, der heute hier war, geht klüger nach Hause, als er vorher hergekommen ist. Und deswegen ist es immer gut, hinaus aus den Studierstuben und hinein in die guten Foren, in die anspruchsvollen Foren. Die sind immer einmal kontrovers und zweitens inhaltlich offen. Und drittens ereignen sie sich in einer gepflegten Sprache.